Willkommen bei Alex und Munin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich euch ganz gern mitnehmen auf einen Flug von Völtendorf nach Wels, also eigentlich ein ganz normaler Standardflug. Anders als bei den meisten Videos, aber ganz gerne schon einsteigen bei der Planung und euch auch zeigen, was ich mir im Vorfeld überlege, wie sieht meine Flugplanung aus, wie sieht meine Wettererkundung aus, alles, was im Vorfeld notwendig ist, um zu fliegen. Beginnen wir vielleicht mit dem ersten Schritt, den ich immer wähle, das ist das Wetter. Da ich meist kein fixes Flugziel habe, setze ich mich am Vortag einfach hin und schaue mal, wo ein Flug überhaupt denn möglich wäre. Hier nutze ich normalerweise das Windy, eine Internetanwendung, die frei zugänglich ist. Mit einem kleinen Beitrag kann man sogar noch weiter dann und mehrere Details abfragen. Ich nutze hier speziell normalerweise die unteren Wolkenansicht, die man sich dann auch noch in Fuß und Höhe anzeigen kann, also die Untergrenze der Wolkenschicht und natürlich auch die Windeinflüsse, die recht praktisch sind, um ein bisschen abzuschätzen, wie stark wird der Wind denn sein. Im konkreten Fall sieht man hier schon, dass St. Pölten mit Wolken belegt sein wird, mit 5200 Fuß, der Rest von Österreich aber halbwegs frei ist. In dem Fall sollte mein Flugzeug Wels also relativ gut unter 5200 Fuß zu erreichen sein. Natürlich verlasse ich mich jetzt nicht nur auf den Windy, sondern suche mir auch noch eine andere Quelle, die das Ganze bestätigt. Das Homebriefing von der Austro Control ist in meiner Meinung nach sehr gut geeignet, vor allem aus einem anderen Grund. Ich mache die Vorbereitung ja meist am Tag davor. Das bedeutet, ich lege mir eben so ein Flugstreckenbriefing an und aktualisiere es am nächsten Tag dann nur mehr in der Früh, bevor ich wegfliege. Dann bekomme ich auch wirklich nochmal die letzten Daten, die auch wirklich inklusive der Notams und allen anderen, die auf meiner Flugstrecke relevant sind. Der Einstieg ist hier sicherlich jedem Piloten bekannt, ist die gleiche Plattform, auf der man auch in Österreich die Flugpläne aufgibt, wenn man einen Verkehrsflughafen anfliegt. Recht übersichtlich gestaltet, denke ich, und sollte eigentlich für keinen ein großes Problem sein. Ich drucke mir die Daten hier meist gleich als PDF. Nehmen Sie mit aufs iPad und so habe ich sie auch im Flug nochmal bei der Hand, sollte irgendwas unklar sein. Vor allem schön ist natürlich, dass hier auch alle Notams, alle Informationen rund um den Flug und die Gebiete enthalten sind und man so relativ schnell auch auf einen Blick mal nähere Informationen bekommt, wenn man denn im Flug irgendwelche Infos braucht. Nachdem ich die Notams geprüft habe, ist natürlich ein weiterer für mich sehr ausschlaggebender Punkt auf der einen Seite die Low-Level-SVC-Karte, die uns die Übersicht über die Großwetterlage ein bisschen deutlicher erklärt. Ganz schön zeigt, wo sind denn Fronten, wo sind Berge in Wolken und so weiter. Natürlich die Temperaturkarte gemeinsam mit den Luftströmungen, aber auch der GAFA ist für mich immer eine interessante Sicherheitsfrage. Ganz einfach, um nochmal zu wissen, wenn denn meine 5200 von vorhin nicht halten, ob ich denn einen anderen Weg nach Hause noch finde oder nicht und hier dementsprechend vorbereitet bin. Wichtig auch, die 5200 sind die Untergrenze, die wir zuvor gesehen haben, die der Windy ansagt von den Wolken, bedeutet es nicht in Kombination mit den GAFA, dass man nicht fliegen kann. Möglicherweise ist die Obergrenze nur auf 8000 Fuß, dann könnte man die Wolken natürlich überfliegen, wenn man dementsprechend den Weg nach unten wieder sauber und sicher gewährleisten kann. Sehr nett finde ich auch die neue Bodenwindkarte auf der Austro-Kontrollseite, die uns auch anzeigt, wie stark denn der Bodenwind ist. Damit kann man schon ein bisschen Performance-Tuning machen, in der Frage, fliege ich hoch, fliege ich tief, um den Wind auch auszunutzen. Habe ich dann meine Wetter- und Notams-Sichtung abgeschlossen, dann geht es für mich an die Flugplanung. Dazu nutze ich normalerweise das Programm SkyDemon, das ich auch dann am iPad im Flug mit habe. Ich schaue mir hier im Vorfeld mit Windy gemeinsam an, wo kommt denn der Wind her und versuche auch im Vorfeld bereits die dementsprechenden Bahnen zu bestimmen. Wenn ich also damit rechne, dass Westwind ist, dann gehe ich auch davon aus, dass ich in Wels die Landebahn 2.6 bekomme.
Und so plane ich grundsätzlich meinen Flug vor, sehe mir natürlich alle Fluginformationsdaten an, die ich bekomme. Hier einerseits natürlich die GPS-Daten, aber auch die offiziellen Sichtflugkarten, die offiziellen Texturinformationen, die für mich sehr interessant meist sind, weil sie den Anflug gut beschreiben. Ich sehe mir an, welche Verfahren gibt es, all diese Punkte, die üblicherweise zu einer guten Flugplanung dazugehören. Ja, wie gesagt, mache ich normal üblicherweise meine Planung am Vorabend. Am nächsten Tag, bevor ich dann wirklich fliege, so ein, zwei Stunden davor, mache ich nochmal einen Refresh auf der Austro-Kontrollseite, hole mir die neuen NOTAMs und ich sehe mir auch die allen aktuellen Webcams natürlich an, die im Flugbereich liegen. Hier kann ich ganz deutlich empfehlen die Webseite von Thomas Huber. Ich hoffe, ich darf das hier veröffentlichen. Ich schreibe den Link mit rein. Er hat eine Sammlung aller wichtigen Webcams in Österreich und aller Flughafen-Webcams. Und hier kann man auf einen Blick eigentlich alle Webcams seiner Strecke finden, sofern die denn in Betrieb sind. Das ist für mich schon ein deutliches Zeichen dafür, wie denn meine Strecke aussehen wird und wie denn die Wolkenbildung, der Wind und auch der Flugbetrieb entlang der Strecke sein wird. Ja, und dann geht's auch schon los. Auf zum Flugplatz, Flugzeug checken. Aufgrund der Flugdauer, die errechnet wurde, Sprit befüllen, klarerweise alle Checks, Außencheck, Innencheck durchführen und dann sitzen wir auch schon im Flieger und hoffen, dass alles so abläuft, wie wir es im Vorfeld geplant haben. Natürlich haben wir dabei vor dem tatsächlichen Flug nochmal visuell geprüft, ob denn unsere ermittelten Daten auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Also die Wolkenbildung hier sieht realistisch aus, genauso wie vorgesagt, sogar etwas tiefer wahrscheinlich als im Mindy angesagt. Aber grundsätzlich gutes Wetter, aufgelockerte Bewölkerung, spricht also nichts dagegen und auch unsere Daten sehen realistisch aus. Die Checks im Flieger selbst gehe ich jetzt nicht mit euch durch, können wir gern gesondert mal machen, aber gestalten sich natürlich entlang der vorgegebenen Checklisten. Ich gehe dabei zusätzlich zur normalen Checkliste meine eigene Checkliste im Kopf nochmals durch. Das heißt, bedeutet, ich fange links am Instrumentenpanel an und gehe jeden Schalter, jede Anzeige, jede Einstellung durch. Zusätzlich zur Checkliste, wie gesagt. Und so gestaltet sich meine Vorflugkontrolle, damit ich auch weiß, dass alles in der richtigen Position und richtig eingestellt ist. Nie habe ich hier meine Papiercheckliste, auf der ich zu Hause schon die wichtigsten Daten wie Frequenzen, Maschine, Datum, geplante Landerichtung, Zielflughafen und so weiter eingetragen habe. Und zusätzlich habe ich natürlich immer dabei mein iPad mit dem SkyTeamer-Map drauf, die ich zu Hause schon die Routenplanung damit gemacht habe. Ist für mich nur die dritte Ausfallsicherheit. Natürlich gibt es die normalen Instrumente, es gibt das iPad, es gibt zusätzlich noch ein iPhone, das die gleiche Funktion hat. Und natürlich die Papierkarten habe ich auch immer mit. An dem Tag startete Jason hier kurz vor uns. Das ist die Delta Echo Mike Whiskey Julia, die hat ihre Freigabe schon und wir werden dann gleich hinten anschließen. Der Flugplatz, die Ortskei Qualfein der Romeo, Servus. Ortskei Qualfein der Romeo, Flugplatz, Servus. Die Ortskei Qualfein der Romeo, Abtabstierfläche, verantwortlicher Pilot Braschow Alexander. Und der bitte Abfluginformationen für den Flug nach Wels. Betriebspiste 26 melden, der Abflug bereit, Flugplatz. Betriebspiste 26 und der Abflug bereit melden. Ortskei Qualfein der Romeo. Die Andy Romeo, Abflugbereiter Pollard, Piste 26. Oskar in die Romeo, Stadt eigenes 26, sollten das? Oskar in die Romeo, Stadt eigenes 26.
Oscar Alpha Romeo über der Raststation, verlasse Platz und Frequenz. Bis später, ciao. Guten Flug, Alex. Danke dir, tschüss. Good information, Oscar Echo Alpha India Romeo, servus. Servus, Oscar Echo Alpha India Romeo, go ahead. Oscar Echo Alpha India Romeo, Kanada DB20 VFR vom Völkendorf to Wales, just departed in Völkendorf in 3200 feet and request traffic information. Oscar Echo Alpha India Romeo, the QNH 1008. QNH 1008, Oscar Echo Alpha India Romeo. Oscar Echo Alpha India Romeo, leaving for Wales, thank you for the service, see you later. Oscar Alpha India Romeo, gern geschehen und bis später. Wales Flugplatz, die Oscar Echo Alpha India Romeo, servus. Oscar Echo Alpha India Romeo, Wales. Oscar Echo Alpha India Romeo, kurz vor Kremsmünster und der bitte Landeinformation. Oscar India Romeo, Piste 08, QNH 1008, nächste Meldung, Whisky. QNH 1008, Piste 08, nächste Meldung, Whisky, Oscar Echo Alpha India Romeo. Obwohl alle Winde eigentlich aus Westen angezeigt haben, ist überraschenderweise hier die Piste 08. Bei der dementsprechenden Vorbereitung aber eben kein Problem, dann einfach über Whisky rein und auf die 08. Der Einflug über Whisky kostet uns nun natürlich etwas mehr Zeit, weil wir um Wales herumfliegen müssen. Im Abflug holen wir die Zeit auch wieder rein und wir werden auch gleich sehen, warum. Am Boden ist interessanterweise Windstille, obwohl wir normalerweise in den Höhen Westwinde haben. Oscar Echo Alpha India Romeo, Whisky 2000 Fuß. Oscar India Romeo, Windstille, Piste 08, Linkslandung, eigenes MS. Piste 08, Linz, eigenes MS, Oscar India Romeo. Ja, und schon sind wir in Wales. Flug wie geplant und wie vorhergesagt. Alle Konditionen haben gestimmt. Die Flugzeit betrug übrigens 47 Minuten aufgrund des starken Gegenwindes mit fast 20 Knoten. Wir rollen jetzt noch kurz zur Halteposition, parken uns ein, entrichten unsere Gebühren und dann geht es nach einem kurzen Rundgang in Wales wieder zurück nach St. Pölten.
Ihr seht hier im Video gerade nochmal meinen verkürzten zusätzlichen Check, den ich mache, indem ich alle Instrumente durchgehe und dann sind wir auch schon rollbereit. Unser Rückflug sollte uns nun keine großen Sorgen mehr bereiten. Die Startbahn 08 ist bekannt, Wetterverhältnisse passen und dann machen wir uns, wenn wir Wels verlassen haben, entlang der Donau zurück auf den Weg nach Völkendorf. Wels Flugplatz, die Oskar Qualfa in die Romeo, servus. Oskar Qualfa in die Romeo, Wels, servus. Oskar Qualfa in die Romeo, auf der Abstellfläche und der Bitte Abfluginformationen für den Flug zurück nach Völkendorf. Oskar in die Romeo, über Alpha, Rollhalt 08 links, QNH 1007 und meld Abflugbrett. Über Alpha zum Rollhalt 08 links und QNH 1007, wird Abflugbrett melden. Oskar Qualfa in die Romeo. In die Romeo, Abflugbereit am Rollhalter bis der 08 links. Oskar in die Romeo, Wind 060 Grad, 4 Knoten, Piste 08 links, Start eigenes Ermessen. Bis der 08 links, Start nach eigenem. Oskar, Qualfa in die Romeo. Bevor ich dann den Frequenzwechsel zu Wien Information durchführe, höre ich über die Monitorfunktion des Funkgeräts immer ganz gern rein, ob ich denn schon was empfange. So kann ich auch sicherstellen, dass ich nicht in eine Lücke reinfliege, wo ich keinen Empfang habe, sondern wirklich einen nahtlosen Übergang von der lokalen Frequenz zur Wien Information schaffe. Oskar Qualfa Echo Kilo, Contact Wien Information 118.5-5. Oskar Qualfa in die Runde und verlasse Platz und Frequenz. Danke, schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Servus. Wien Information, Oskar Echo Alpha India Romeo, servus. Oskar Echo Alpha India Romeo, Wien. Oskar Echo Alpha India Romeo, Kanada TV 20, VFR von Wels zu Völkendorf. In the moment, 1 minute for Satellite, 2000 feet and request traffic information. Oskar Echo Alpha India Romeo, Roger Kine 1007. Kornet von 007, Oskar Echo Alpha in die Romeo. Da ich für den Nachhauseflug gerne den starken Rückenwind nutzen möchte, steige ich etwas höher. So ist es aber natürlich notwendig, mich nicht unter dem Luftraum Delta von Linz durchzuhangeln, sondern ich fliege hier gerade aus Wels raus und drehe erst dann im freien Luftraum nach links weg Richtung Heimatflughafen und steige dann auf die entsprechende Höhe. Der Rückenwind wird uns ein wenig schieben, sodass wir schlussendlich eine Groundspeed auch mit der Katana von knapp 145 Knoten schaffen werden. Völkendorf Flugplatz, die Oskar Echo Alpha in die Romeo, servus. Oskar Echo Alpha in die Romeo, Völkendorf, servus. Die Oskar Echo Alpha in die Romeo, über Losdorf und der Bitte Namen Information.
Oskar, in die Romeo betrifft Piste 26, melden Sie rechten Gewehrflug, derzeit kein gemeldeter Verkehr, Völtendorf. Betrifft Piste 26, kein gemeldeter Verkehr, an werde Gewehrflug melden, Oskar, Eko Alpha in die Romeo. Alex, kommst du aus Wöls Retour? Aus Wöls direkt Retour, genau. Ja, der Rückflug ist wie erwartet ganz normal verlaufen. Keine Besonderheiten, wie gesagt, ein ganz normaler Flug. Der Rückenwind hat dafür beigetragen, dass wir knapp 6 Minuten schneller waren am Rückflug als am Hinflug. Ansonsten, ja, alles wie geplant, ohne große Überraschungen, so wie ich es grundsätzlich ganz gern habe. Also wenn die Planung stimmt, gibt es auch beim Flug keine Probleme. Wir reihen uns jetzt ein in die Platzrunde und führen eine normale Landung durch. Und dann sollten wir wieder sicher am Boden in Völtendorf angekommen sein. India Romeo, dreht einen am rechten Querflug auf der 26. Was kennt ihr Romeo, eigenes 26 Völtendorf? Eigenes auf der 26, was kennt ihr Romeo? Ja, ihr seht, ein ganz normaler Flug, also kein großes Flugabenteuer, nichts Besonderes diesmal. Einfach ein normaler Flug inklusive Planung, Durchführung, allem was dazugehört. Für mich zumindest zu meinem Verständnis. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Einstweilen, schönen Tag.